Herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt, dem Biogarten. Ja, genau. Wir haben uns entschlossen, dieses Jahr einen Garten zu mieten. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum wir so ein Bio-Konzept gewählt haben. Das liegt daran, dass wir uns einfach gesund ernähren möchten. Und das geht nach unserer Meinung nur, wenn man genau weiß, dass die Produkte wirklich bio gepflegt sind und, so wie bei uns, aus erster Hand kommen. Natürlich spielt auch das Finanzielle eine Rolle. Denn wenn man selber anbaut, dann ist es natürlich viel günstiger, als alles im Handel einkaufen zu müssen. Aber das wisst ihr ja selbst. Also die Kosten für so einen gemieteten Garten bzw. für das Stück Feld sind gar nicht so teuer. Man kann so zwischen 100 und 150 Euro in der Saison rechnen, je nachdem, wie viel Gemüse man anbauen möchte. Mehr Feld kostet dann auch mehr, aber darauf legen wir jetzt nicht den Fokus. Außerdem hat so ein Garten auch noch ganz andere Vorteile. Denn wir verbringen viel gemeinsame Zeit mit der Familie und Freunden und sind sehr oft an der frischen Luft. Hier in diesem Gartenprojekt bildet sich eine besondere Gemeinschaft unter Gleichgesinnten. Also ich bin echt begeistert und deswegen möchte ich so gerne unsere Erlebnisse mit euch teilen. Das Besondere für mich an so einem Biogarten ist, dass ich hier viel über die Natur, den professionellen Anbau und die Landwirtschaft im Allgemeinen lernen werde. Ganz besonders froh sind wir alle, dass es Anbaumethoden gibt, wie hier, die nach Bioland-Kriterien nicht nur gut für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele sind, sondern auch super gut für unsere Erde sind und den kleinen und größeren Bewohnern wie auch den Bienen. Ihr habt sicher mitbekommen, dass in der konventionellen Landwirtschaft sehr oft Pestizide eingesetzt werden, die zwar über längere Jahre viel Ernte garantieren, aber dafür viel schlimme Rückstände von Gift in den weiterverarbeiteten Produkten ergeben, wie zum Beispiel im Bier, Brot, Tierfutter und so weiter. Leider sind auch das Vogelsterben und Bienensterben ganz deutliche Anzeichen dafür, dass die konventionelle Landwirtschaft mit der Pestizidepolitik auf dem Holzweg ist. Also schaut im Supermarkt auf Bio-Zertifikate wie zum Beispiel Bioland oder Demeter. Da tut ihr euch und der Umwelt etwas Gutes. Und wer selber einen Garten hat oder wie wir aus Platzmangel einen gemietet hat, der ist auf dem goldrichtigen Weg, so finden wir. Ja, und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserem neuen Gartenprojekt und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!